Hallo, willkommen zu einer neuen Folge Nier Replikant. Bevor wir uns heute mit Emil treffen, machen wir noch eine Nähmission. Ich habe mich lange gedrückt. Wir angeln. Hi there. Wir sollen ja 10 Sardinen angeln. Ja. Ich habe mir das schon mal angeguckt, weil das werde ich nicht blind machen. Das regt mich zu sehr auf. Wir holen uns Watt. Wir mal als Köder. So. Und dann werden wir das jetzt so machen, dass ich on-cam einen Fisch fange und die andere werde ich offscreen holen. Ich bin gespannt, wie nervig das sein wird. Warum ist hier auf einmal ein Schiff? What the fuck? Das ist interessant. Kann ich hier drauf? Anscheinend nicht, okay. Aber das spielt bestimmt noch eine Rolle. Ich hoffe, ich kann jetzt hier angeln. Angeln? Fragezeichen? Jetzt erzähl mir nicht, ich kann hier nicht angeln. Leck mich doch am Arsch. Wo soll ich denn dann angeln? Kann ich an dem Schiff hier vorbei und hier angeln? Ja. Okay. Still no fish. Shh, you're scaring them away. Oh, I see. Komm hier hin! Okay, ich habe einen Fisch. Ist hoffentlich der richtige. Ich habe eine Sardine gefangen. Okay, Leute. Das ist ja sehr, sehr nett. Ich werde die anderen 9 jetzt offscreen fangen. Und dann sehen wir uns wieder. So, ich habe 10 Sardinen jetzt gefangen. Gut, dass ich das gecuttet habe. Das war sehr, sehr, sehr spannendes Gameplay. Ich weiß wieder, warum ich Angelminenspiele so verabscheue. Und ja, mal gucken, was er mir als Belohnung gibt. I got the fish you wanted, Pops. Ja, 5 Jahre später, nachdem der Herr dir das aufgetragen hat. So you did. Well then, here's a piece of advice for you. Hä? 2 Tage später? Was soll das denn jetzt? Well, have your fishing fortunes improved? Bestimmt. Sure hope so. You've done nothing but fish for 2 whole days straight. Dein Geschick beim Angeln hat sich verbessert, ist das so? Was? Ich krieg kein Geld, gar nix! Und er hat eine neue Mission, bitte nicht. Komm, my apprentice. It's time for your next assignment. Bitte nicht. Wait, when did I become your apprentice? Na komm, ich ahne Bild. Nein! Don't sweat the small stuff, youngin. Now, your next task is to catch 7 blowfish. If you can do that, I'll part with another of my invaluable lessons. Es gibt mehrere von diesen Angelmissionen, bitte nicht! Ich verabscheue die jetzt schon. Okay, wenn wir jetzt gerade im Meeresfront sind, dann können wir auch gerade mal abchecken, ob hier noch andere Nebenmissionen sind. Ja, da ist zum Beispiel eine. Oh, it's you. I've heard a great many stories about you. Making quite the name for yourself, hm? Yeah, I don't know about that. Oh, no need to be so modest. After all, I may have a job for someone with your particular talents. Bitte keine Angelmission. I need you to retrieve 3 crates of particular import from a ship that was wrecked at sea. Ah, ist das am Strand? This cargo has likely washed ashore on all the far-flung corners of the world, so it will be a task of some difficulty. Klar, mache ich lieber als die Angelmission. Sure, no problem. Ah, excellent, excellent. Oh, and whatever you do, you must not unseal the cargo. Warum so geheimnisvoll? Now I'm curious. Why can't I open it? I was shipping some rather unique products. If you were to see them, it might place me in something of a dilemma. Okay. Hey, it's your money. You don't want me to look? Fine.
Ich weiß nicht, ob ich meine Neugier verbergen kann. Also ich könnte das nicht. Ich müsste da reingucken. So, da ist noch einer. Hey, I know you. You're that kid who takes any job. No matter how weird or demeaning. Das ist leider richtig. Really how I'd phrase it, but okay. I've got a merchant ship that needs some repairs. Think you can round up some materials for me? Klar. I need 5 logs, 20 deaded metal boards, and 10 stripped bolts. I'd ask if you're up for it, but I know you are. Na ja, machen wir. That hardly seems necessary. A trading business, huh? Is okay. Something the matter? No, it's just that... Well, I've never okay. left this area. Und hier ist dann nichts weiter mehr. It's got me wondering what it would be like to visit another okay. country. Dann gehen wir zu Emirs Villa. Der wollte sich ja mit uns treffen. I will. Ich bin schon sehr gespannt, wie der sich die letzten 5 Jahre verändert hat. Das war ja beim Zeitsprung. Wie alt mag der gewesen sein? Ich würde den jetzt so um die 12 irgendwie sowas schätzen. Irgendwie sowas. 10, 12. Das heißt, der müsste jetzt so eine Art Teenager-Alter sein. So, ist ja auch zum Glück hier in der Nähe, das heißt, ich brauche nicht kappen. Er hat ja anscheinend eine Möglichkeit gefunden, keinen zu befreien. Das wäre ja sehr, sehr geil. Ich denke, wir werden auf keinen Silver angewiesen sein, wenn wir Jonah retten wollen. Hallo, wie sieht den da an? Genau. So, was hat der gedroppt? Ein Arzneikraut. Ja, wir nehmen mal eins. Ich glaube, ich habe kaum Energie verloren, aber who cares? Ah, hier sind noch... Ah, hier sind jetzt so viele Schattenwesen, ne? Vielleicht hätte ich doch cutten sollen, bis ich bei der Villa bin. Ich bin hier eigentlich schon letzte Folge hingegangen. Ich bin jetzt nur weggegangen wegen der einen Mission. Naja, wir brauchen noch nicht alle Monster besiegen, ne? Wir können auch einfach weiterlaufen. So. Der Butler hat sich auf jeden Fall schon mal optisch die letzten 5 Jahre nicht verändert. Welcome, Sirs. Master Emile is waiting in his chambers. Okay. Der hat sich aber optisch auch nicht verändert. Hey, Emil. It's been a while. And, you haven't aged a day? Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Warum? Oh, yeah. I'm sort of special that way. Huh. Fair enough. Anyway, I hear you found a lead on undoing the petrification curse. Yes. Take a look at this. Notiz, Archivaufzeichnung 28226. Dem Vorfall mit Nummer 6 folgend haben wir beschlossen, ein Archiv einzurichten. In diesem Raum sollen die Aufzeichnungen der Methoden abgelegt werden, die wir zum Kontrollieren und zum Aufheben aller Formen von Magie, einschließlich Versteinerung und Tiertransformation, genutzt haben. Andere Projekte sollen dadurch weiter vorangetrieben. There's a section of this manor called the Planning Room, and I think... You think this room will let you harness the ability to control all forms of magic, correct? Actually, yeah. Or even if it doesn't, something there might point us in the right direction. So where is this planning room? There's an entrance in the courtyard. It's not far. Good. Let's go find it. Okay, wird mir hier auf der Karte angezeigt? Anscheinend nicht. This room truly contains the power to control all magic. I can use it to cure my eyes.
If we could heal both Emil and Kaine at once, it would be quite an achievement. Ja, tatsächlich. Ich muss zugeben, ich habe nicht so wirklich aufgepasst, als er eben gesprochen hat. Ich weiß, ich habe nicht mitbekommen, wo der Raum ist. Wow, Weiss. I didn't think you cared. Perhaps this tome is getting a bit sappy in his old age. Naja, suchen wir einfach mal. Hier gehen wir einfach mal geradeaus. Ich denke, der Raum war es tatsächlich nicht. Ich finde das ein bisschen... Es wird sonst jeder Scheiß auf der Karte eingezeichnet. Aber das dann nicht. Ne? Ich brauche sowas, sonst finde ich mich doch nicht zurecht. Aber wenn ich schon mal hier bin, kann ich mal gucken, ob in den Räumen irgendwas ist. Es ist immer noch... Emil, was hat es damit eigentlich aus sich, hä? Verrätst du mir das? Oder soll das nur ein bisschen abschrecken? Ja, ich werde hier jeden Raum durchforsten. Weil ich... Ich habe einen kleinen Moment nicht auf den Bildschirm geachtet. Und da wurde diese Information gedroppt. Das war nicht so schlau, würde ich sagen. Jetzt muss ich suchen. In meinen Räumen ist rein gar nichts. Kann das vielleicht sein in den Raum, wo wir mal hier diesen komischen Buchboss bekämpft haben? Kann ja eigentlich nur sein, ne? Das führt halt in den Haupt... Oder Moment, das kann ja vielleicht auch... Ah, okay. Was ist das da? Hallo, da leuchtet was. Oh, ein Geheimgang, okay. Warning. This facility. I can't read the rest. Something about a seal? If someone bothered to attach a warning to this room, I doubt they will appreciate us forcing our way inside. Emil, you okay? What's wrong? Nothing. It's nothing. I'm fine. Something is amiss with Emil. Take care not to stray too far from him. Ich tue mein Bestes. Right. Okay, das sieht hier mal ganz anders aus. AA Schlüsselkarte. Heißt das, ich komme damit rein? Ja. Ja. Die Kameraansicht ist interessant. Das ist so eine Draufansicht. Okay, und Schattenwesen gibt es hier auch. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Kann ich hier ungefährdet laufen oder muss ich auf Gegner achten? Durchsuchen wir mal die Räume, bis wir den Hinweis finden, den wir brauchen. Oder? Wird mir hier... Ich habe keine Karte, okay. Hätte mich auch gewundert. Da liegt irgendwas. Eine KA-Schlüsselkarte. Ja, die brauche ich bestimmt, um hier weiter durchzukommen. Ah, neue Schattenwesen. Ja, die sind relativ gut zu machen mit dem Speer. Komm, nimm das. Eine Karte! Lol, die hat ein Gegner gedroppt. Ja, ich hätte hier den KA-Schlüssel gebraucht. Gibt es hier noch irgendwie was? Nein, sieht nicht so aus. Dann mal weiter rein. Ah, das ist ein bisschen größerer. Okay. Hat mit Emil kein Problem. Wenn ich einen Arzneikopf finde, dann kann ich das gleich einnehmen. Kann ich das kaputt machen? Ja.
Easy mit ihm hier, würde ich sagen, ne? Arzneikraut, das brauche ich nicht. So, machen wir hier mal ein bisschen kaputt. Erstmal die komplette Inneneinrichtung zerstören. Ja, und wie komme ich jetzt da rein? Kann ich da drüber springen? Nein. Hätte mich auch gewundert. Hä? Bin ich doof? Wie soll man denn da jetzt denn hinkommen? Zeig mir mal die Karte. Da ganz oben ist irgendwie ein Weg, aber ich sehe das ehrlich gesagt nicht. Hier oben soll ein Weg sein. Ach, das ist so ein Mini-Tor. Oh, lol. Emil is falling behind. Ja, dann soll er sich beeilen, Mann. Komm, Emil. Ich habe die kleine Tür nicht gesehen. Okay. Ah, okay, der Schlüssel ist hier. Nein, das ist ein Schwert. Gucken wir mal. Wo ist es denn? Liebe der Treue oder wie das hieß. Das ist ein Zweihandschwert, ne? Zwillingszahn hieß es. Das macht gut Damage, ne? Gucken wir mal. Ja, ich bleib bei meinem Speer. Aber ich komme in diese Tür nicht rein. Ich muss was finden. Wo ist denn das? Ich würde sagen, er muss in diesem Bereich sein. Emil ist voll. Ja, dann sollte sich doch beeilen, Mann. Ich muss noch einen fucking Schlüssel finden. Vielleicht ist er doch hier irgendwo, aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Emil. Das regt mich auf. Okay, wir versuchen mal hier überall die Kisten zu zerstören. Oder die Wände oder whatever. Und ein bisschen aufmerksam zu sein. Ich habe einen Schlüssel übersehen. Finde nicht. Ich würde auch stark davon ausgehen, dass der... erst nach diesem Tor kommt. Emil, beeilst du dich bitte? Wo ist der Schlüssel versteckt? Hier in der Ecke irgendwie, wo du den nicht siehst. Ich spamme mal die ganze Zeit Kreis. Das kann man auch nicht zerstören. Der muss ja hier irgendwo sein, ne? Ah, da unten. Das ist gemein, ne? Das ist ganz schön gemein. Den sieht man nämlich nicht. So, jetzt kommen wir hier. Oh. Das war nicht so gut gezielt. Aber mit Emil geht das. Hey, er sollte das nicht doch wegrollen. Warum macht er das nicht? Kann das sein, wenn ich in der Sperrkombo bin, dass er nicht rollt? Neues Wort. Angriffsstärke plus 15%. Die ist... das ist mal ein Wort, was total broken ist, was ich sofort nutzen möchte. Wort zuweifen. Waffen. Wo ist die Angriffsstärke plus 14%?
Ich finde das hier nicht. So, jetzt habe ich eine Angriffsstärke von 15%. Ist schon ein dicker Bonus, ne? Da kommen noch welche. Altes Schulbuch, okay. Noch ein altes Schulbuch. Und eine neue Stufe. Oh, nice. Das heißt, ich bin wieder voll. Ich hatte vorhin noch Hälfte Leben. Ah! Ist mir egal, ich will die verhauen. Na, jetzt kriege ich Arzneikräuter. Das ist gar nicht schlecht. Ich habe ein bisschen Schaden genommen. Nehmen wir eins, dass wir eins wieder aufnehmen können. Ah! Hau ab! Und was ist das da jetzt? Ich habe ein Dokument erhalten, okay. Notiz, Forschungsbericht zu Nummer 6-25-12-225. Wir haben erste Forschung zu Nummer 6 abgeschlossen und sind bereit, das Startexperiment einzuleiten. Da dies für die Gestaltforschung einen großen Schritt nach vorn bedeutet, hat die Nationale Waffenforschung den Abschluss des Projekts zur höchste Priorität gegeben. Die Budgets der anderen Projekte werden ab sofort eingefroren, okay? It would appear this used to be some manner of magical research facility. This must have been where I was... Was ist mit ihm los? Emil! I'll be okay. We need to keep going. Sorry for the trouble. Okay. Weiter geht's. What the fuck? Wie viele? Aber von diesen kleinen Losern nur. Naja, die Masse macht Zeit, ne? Ja, ein Arzneikraut. Ja, ich glaube, das muss ich nehmen. Es sind echt viele. Hier wäre so eine Fähigkeit halt nice, womit ich Flächenzauber beherrsche. Ich habe hier nur diese komischen Pfeile. Was habe ich auf rechts eigentlich? Ach, das da. Das ist auch nicht so geil eigentlich, gegen so viele. Muss ich mal nach der Folge ändern. Dass ich einen Flächenzauber und einen diese Pfeile habe. Alter, wie viele kommen hier? So, ich denke, ich kann zwei Arzneikreuz nehmen. Die wurden ja hier reichlich gedroppt. Ich muss einen Schlüssel finden. Okay, wo ist der? Das ist schon ziemlich fies. Kommen wir die größeren Viecher. Weich aus! Und die kleinen gibt's auch, okay. Von den kleinen sind wieder so viele hier jetzt. Bam! Aber mit meinem Schwert geht das schon. Wir hauen ja relativ schnell zu. Und Emils Hilfe ist auch nicht zu verachten. So, warum kann ich hier hinten hin? Hier gibt es doch bestimmt was zum Einsammeln. Ne, gibt es nicht? Okay. Junge, Alter. Wie viele das sind wieder.
dann können wir den Arzneikraut nehmen, können wir einsammeln. Komm, aber noch nehmen wir auch noch mit. Mach die rote Kugel kaputt. So, sehr schön. Kann ich das Tor öffnen? Ah, ne, da liegt was. Ein Schlüssel. Ja, das ist bestimmt der für die Tür hier. Ja. So, gibt's hier irgendwas? Kann man da rein? Durch die Tür da oben. Ja, schöne Kameraperspektive, dass man die nicht so schnell sieht. Mach die Tür doch auf. So, hier ist dann wahrscheinlich nichts, ne? Emil! Komm hier. Ah, in meinen Rücken kommen auf einmal wieder welche. Ich bin voll, ne? Ich nehm. Ja, ich kann es nicht nehmen, okay. Ich bin voll Leben. Hm? Achso. Autsch. Autsch. Wasch, komm. Ich wollte gerade gucken, ob das Arzneikraut unten noch liegt, aber das wird mir anscheinend ja wieso hinterhergeschmissen. Untersuchen. Ja, wieder eine kleine Falle, aber ist okay. Komm. Mach sie platt. Ja, jetzt droppen. Einer von denen könnte jetzt ruhig Arzneikraut wieder droppen, dass ich wieder voll bin. Aber macht keiner. Okay, wieder diese kleinen Kugelviecher. Die finde ich eigentlich gar nicht so gefährlich. Jawohl, Arzneikraut. Wir nehmen mal gleich eins. Bevor das irgendwie verschwindet. Ich kriege ein neues Wort. Deckungswiderstand plus 15%. Okay, nice. Nach dieser Aufnahmesession werde ich mal wieder ein paar Wörter offscreen abgucken. Und ein weiteres Warp. Wahrscheinlichkeit für Gegenstände 12%. Ja, das ist, wenn ich farmen muss, nicht schlecht, ne? Okay. Hier unten gibt es wahrscheinlich nichts, ne? Nope. Mach die Tür auf. Die Kiste kann man kaputt machen. Da ist Arzneikraut drin. Ja, komm, wir nehmen es mal. Uiuiui, ui, ui. Jetzt wird's wild. Wenn die alle so nacheinander agieren, dann ist das kein Problem. Wo ist der Große? Achso, der ist versteinert. So, komm ich da rein? Oh. Ob ich da rein möchte, ist die Frage. Machen wir erstmal die Kleinen fertig. Ja, die Großen sind verschleunigt. Okay. Das war eine Falle, ne? Eine Falle. Da kann man bestimmt auch rein, ne? Ja, nächste Falle? Nö. Gibt's da denn was? Diese Reagenzgeländer sehen schon ein bisschen suspekt aus, aber kann ich anscheinend nichts mitmachen. Nö. Sind einfach nur Deko anscheinend. Achso, man kann die Tür öffnen. Kiste, nichts drin. Ist da was? Nope, nope. Hier können wir rein. Ja, da sind Gegner. Physische Stärke plus 12, ja, klingt auch nicht schlecht. Ich habe eine neue Karte. Die brauche ich wahrscheinlich. Au! Die ganzen Räume sind voll mit Fallen, ey. Ich erwarte immer, was Schönes zu finden. Und was werde ich? Ich werde in eine Falle gelockt. Und das gibt Wesen mächtige Erfahrungspunkte. Aua! Das sind wieder so viele, ne?
Aber das geht vollkommen klar. Also ich sehe, dass ein paar Mal Stellen kommen mit so vielen Gegnern, bin ich mir auch sicher, dass man eine der Trophys doch etwas einfacher bekommt. Es gibt halt eine Trophäe, wo du eine Combo von 100 Treffern in Folge machen musst. Also bei diesem Gegnermann habe ich da eben eine 57er-Combo oder was das war gemacht. Es gibt bestimmt noch später im Spiel Gegnermassen, die noch größer sind oder die halt eine Hitze brauchen. Dann ist das, denke ich, möglich. M.A. Ich muss einen neuen Schlüssel finden, um da reinzukommen. Ah, es ist doch ein geschlossener Raum. Emil is falling behind. Es ist mir gerade egal. Ist das der M.A.-Schlüssel? Jupp. Okay, dann können wir da rein. Was ist hier drin? Okay, irgendein Gegner. Und ein Item. Okay, wahrscheinlich ein Schlüssel für eine weitere Tür. Jupp. Oh, ein Zwischengegner! Lass mich hier weg, Mann! Ich wollte eigentlich weit von ihm weg. Wie viel Schaden mache ich denn so? Oh, das tut ihn richtig weh! Das ist mir egal. Komm. Wir können das spammen. Hier. Das mag der gar nicht. Ja, und das blockt er, ne? Kann ich irgendwie hinter ihn kommen? Ah, da kann diese Druckwellen, okay. Kleine Zwischenmini-Penners. Die will ich hier gar nicht sehen. Boah. Gehen wir mal wieder dafür. Oh, jetzt muss ich schießen, weil sonst hittet er mich. Ja, ich nehme mein Arsenalkreuz. Junge! Lass mich doch in Ruhe deine kleinen Zeit. Ah, weil ich ihn anvisiert habe, kann ich die nicht so gut hitten, ne? Komm, nehmen wir die Anvisierung weg, damit ich die kaputt machen kann. So. So, jetzt kannst du wieder anvisieren. So. Bum, 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 bum. Und nochmal bum, bum, bum. So. Ein Wort habe ich erhalten. Deckung durchbrechen. 10%. Ja, das kann ich gegen solche Gegner eigentlich ganz gut gebrauchen. Weil mit dem Speer konnte ich den nicht hitten. Eine komplexe Maschine habe ich bekommen. Okay. Ein Arzneikraut nehmen wir. War ich da schon drin? Nee. Aua. Aua. Wo war ich denn jetzt hier noch nicht in diesem Raum? Tauchen immer noch random Gegner auf. Ist okay. Ja, und jetzt? Emil is falling behind. Ja, das ist korrekt, aber habe ich irgendwie was vergessen? Hier geht's doch nicht weiter, oder? Sehe ich das verkehrt? Am Moment, da wo der Pfeil auf der Karte ist, muss eine Treppe sein, ne? Kann ich hier rein? Hä? Ich check das gerade nicht, um ehrlich zu sein. Also da ist noch ein Pfeil. Achso, da ist eine Tür. Das ist natürlich geil. Weil man das nicht sieht. Ich habe ein neues Dokument erhalten. Notiz, Agenda des Meetings, 12.09.2026. Beim heutigen Meeting werden folgende Themen besprochen. Eine Lösung zur dauerhaften Lagerung von Nummer 6. Ein Fortschrittsbericht zu Nummer 7. Die Tarnung des überirdischen Teils des Labors als Anwesen. Okay. Project Number 6. So this was some sort of weapons laboratory. What the hell was going on down here? Keine Ahnung, Mann. What was I doing here?
I have doubts as to whether or not Emil will be able to continue. I'm fine. Let's just go. Okay. Okay, Leute, ich würde mal sagen, hier hören wir für heute auf. Beim nächsten Mal machen wir hier dann weiter. Mal gucken, ob Emil seiner Vergangenheit ein bisschen hier auf der Spur kommt und ob wir ein Gegenmittel für Kains Versteinerung finden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Das würde mich sehr freuen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.